Also mir gefällt es nicht so. Ich finde dann, das ist ja nur vorne abdeckt und da könnt ihr gerade ganz nackt kommen. Also wenn es ein junges Mädchen trägt, finde ich das sicher attraktiv. Bei den Männern nicht unbedingt, oder? Das ist mehr zu Schaustellen ein bisschen, oder? Aber also mir gefällt es schon, aber man muss einfach die gute Figur dazu haben. Also ich würde es jetzt nicht tragen. Ja, ich meine, zu singen finde ich es nicht schlecht, aber nicht umeinander laufen, das ist das Einzige. Also ich finde es nicht besonders ästhetisch, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, wenn schon dann richtig Blut oder Anzeigen, aber es ist so etwas zwischendurch, es ist weder Fisch noch Vogel. Ich finde es schön, wenn sie eine schöne Figur haben, finde ich schön, wenn sie Danka-Hösli anhaben und sie junge sind. Für eine Frau muss es gehen mit den runderen Formen, oder? Aber also für einen Mann finde ich eine Badhose gegen einen normaler. Viele Reklamationen in Sachen Tangas und wenn sie kommen, wie reagieren sie? Ja, wir können nicht reagieren, es ist ja nicht verboten. Es gibt wohl immer wieder Leute, die sich aufregen und meinen, die Badmeister können das verbieten. Dabei ist das gar nicht in der Kompetenz des Badmeisters. Ich soll es doch ganz abziehen. Mehr davon. Danke.